Boah, riech mal denn richtig nach ihr, Alter. Der richtig saftige Melone, Alter. Ich meine Mandarine. Boah. Riecht ihr das auch? Der riecht an meinem Arsch. Er ist am Mützenrichten. Ja, ich hab doch gerade noch eine Mandarine gefuttert, Alter. Oh ja. Okay, wollen wir starten? Genug Gut, dass ich schon die Aufnahme gestartet habe. Er schnüffelt an seinen Händen. Verdammt! Tobi schneidet das wahrscheinlich komplett zum Anfang rein. So das Vorwort. Ja. Ja, so, aber ohne Witz, Alter. Genug an den Händen geschnüffelt. Boah, riech meine Hände richtig nach ihr, Alter. Der richtig saftige Melone, Alter. Ich meine Mandarine. Okay. Moin Moin und willkommen zurück zu einer neuen Folge Ghost Week in Wildland. Mit dabei ist Dr. T-Style. Hallo. Luby ASG. Hallo. Und Neon. Yeah, moin. Hauptsache gesagt, extra das ASG noch mit. Ja, das war egal. Das war Reflex. Ja. Der war voll im Flow drin. Man hätte ihn gar nicht ausbremsen können. Ich fliege. Leider gibt es. Starten wir jetzt hier mit einer anderen Folge. Es wird die vorigen Folgen gab es leider nur von Dr. T-Style seiner Seite. Er hat sie mir Gott sei Dank zur Verfügung gestellt, weil bei mir gab es technische Fehler und ich konnte meine Aufnahmen nicht benutzen. Diese Lache. Perfekt gefasst. Und Dr. Pius, Frau und Kinder wurden herzlich eingeladen. Erst freigelassen, wenn das Material rübergebracht wird. Außerdem hat er noch sein Meerschweinchen Teddy entführt. Hat ihn natürlich am dicksten Finger. Mach halt den Heli-Schrott. So. Alle auf Position. Kann ich starten und sterben? Ja, aber na klar. Ja, jetzt. Gut. Tick, tick. T-Bagging. Oh, ich T-Bagge den Hänger. So nennt man das Ding. Oh, wo sind denn die auf der Karte? Aber die große Karte. Vor allem, ja, die kommen nur von einer Richtung, ne? Werden von zwei Richtungen angezeigt. Dann kannst du so von da holen, ne? Jo, wahrscheinlich. Okay. Was? Ich wurde noch nicht mal getroffen. Okay, ich wurde schon getroffen, aber jetzt nicht. Oh, bei mir gibt's wieder tolle Screen zu sehen. Perfekt. Aber zum Glück, ich kann nach Hilfe schreien. Oh, da kam ein Sniper. Neon, Hilfe! Hab ich. Oh, Explosion, danke. Explosion. Jupp. Überall nur tot. Hauptsache, du stehst irgendwie einen Meter von mir entfernt. Läuft doch. Wow. Aber kann man die Flip auf jeden Fall? Ich kann mich hier irgendwo hinstellen schon mal. Nice. Perfekt. Ich schieß einfach irgendwo hin und treff trotzdem den Fahrer. Okay. Den habe ich nicht getroffen. Wow, von hinten. Wartet, lasst mir den einen hier. Nein, Neon! Ich mach nicht nur irgendwas! Vor allem, er steigt hier einfach ein, was soll der Scheiß? Wer hat denn den jetzt getötet? Wartet doch mal! Ich, warte, ich hab nicht mal ein bisschen auf ihn gehabt! Jetzt werden die Rebellen das Santa Blanca zeigen. Rebellenmörser? Okay. Eine Rede wurde in ganz Bolivien gehört. Es ist jetzt nur noch eine Frage, das war's? Das Volk war ja eine lange Folge. Nein. Was gibt's denn als nächstes? Sie schicken ihre Spuren. Aber meine Leute oh. arbeiten daran. Ja, schon bald werden wir mehr gehen. In der Zwischenzeit stehen meine Brüder in Itaco
war bereit, euch bei Bedarf zu helfen. Meldet euch. Das Gefühl ist bestimmt gelabert. Perfekt. So, gibt's hier irgendwo auf der Karte was Markiertes? Nee. Okay, steigt ein, die Damen. Wir haben schon ein Auto. Neben einem Satz. Ein Auto. Hier. Nee, mein Satz. Hier gibt's Medikamente. Steigt doch hier ein. Oh, ich bin halt im Auto. So. Dann holen wir mal ein Medikament. Ich sollte lieber auf den Fernseher gucken und nicht auf ein Aufnahmeprogramm, weil ist doch ein bisschen verzögert, oder? Dann komme ich nicht so klar damit. Sehr schlau. Hey Tom, nimm eine Abkürzung. Hinterher, Lubi! Ah, jetzt haben wir einen neuen Einsatz. Wir können ja das hier den Nebeneinsatz machen. Hey, es hat funktioniert. LOL. Guck mit Salto! Gut, dass ich das auf der Aufnahme habe. Das sah irgendwie geil aus. Was? Na, wir sind auf dem Dach gelandet und so sliden auf Pfötchen. Wie bei einer Katze zum Beispiel. Dass das Auto keine Pfötchen hat, sondern Reifen halt auf Reifen. Ja. Genau. Wir verstehen mich schon. Gut. Ich verstehe mich selber nicht. Das glaube ich dir auch nicht. Eine Abkürzung nehmen und wieder nach unten. Abkürzung. Ich weiß schon, dass die beiden anderen ab einen anderen Punkt losgefahren sind und gleich schon da sind. Ich glaube, deine Abkürzung ist nicht so gut und fahren die Zivilisten nicht über. Und vor allem, sind gleich schon da, wo denn? Du fährst in der falschen Richtung! Nein. Ja, das hat er bei mir letztens auch gemacht. Der will zeigt immer noch ein bisschen die Landschaft zeigen. Ja, ja. Der will dir was Besonderes zeigen. Komm, ich zeig den richtigen Hase. Ah, nein, guck mal. So in der Art. Die sind 400 Meter von uns entfernt. Das Ziel ist 800 Meter von uns entfernt. Ja, beruhig dich doch mal, Mann. Nein, ich werde zu Diva. Die sind nicht von einem anderen Punkt weggefahren, die waren hinter uns direkt. Also, merkst du was? Wir sind besser. Die waren hinter uns? Boah, Alter, ich wollte eigentlich gar nicht schießen. Sorry. Siehst du, da unten sind sie doch. Wo sind die schneller? Wow. Da unten sind sie doch. Guck mal, der eine hockt da schon in eine Drohne, droht alles aus und wir liegen hier auf dem Dach. Ich hab noch einen Tango. Und 5 Tangos. So, auch schon am Killen und am Schießen und am Shooten und am Up-Aim und am Winkel halten, am Angle halten. Alles klar, alles. Okay, dann da bin ich aber nicht. Du weißt vor, schon, Alter, dass wir die Aufnahme machen und eigentlich wir die Action bräuchten. Ja, wir haben doch die Action, Mann. Wir haben gewonnen. Wir haben doch die Action. Ja, genau, wir liegen da die ganze Zeit blöd auf dem Dach mit dem Auto. Ja, voll Action. Krasse Action. Zu heulen, ja. Snickers. Ich habe keinen Snickers. Wir wollen ja auch nicht, dass eure... Ich habe nur Kilo Skittles. Digga! Willst du mich fecken oder was? Geil! Nein, sorry. Kein Bedarf. Ja, Jungs, wo seid ihr? Tot! Er wollte Action! Eine sehr, sehr spannende Mission! Ich wollte Action, oder ich wollte Action! Du hast mich überfahren, es ist keine Action! Wir sind da! Wo sind die Gegner? Drück mal B, damit ich einsteigen kann. Oh, nee, ihr seid hinten schon voll, ihr Blöden. Muss ich hier vorne einsteigen? Ich wollte hinten sitzen, Mann! Nicht übersteuern, cool, weil ich mich. Die coolen. Ich mal am Arsch cool. Ich schaff das nicht. Man, ich wollte auch rausspringen, aber ich kann nicht. Der ist ja tot. Wieso kann ich nicht auch? Oh, jetzt kann ich aussteigen. Wir könnten hier diese da zum Weiterbenutzen nehmen. Zum Weiterbenutzen nehmen. Der fliegt. Na klar. Panzer, also. Was für eins Deutsch. Ey, wenn ihr das in der Aufnahme nachher seht, im Video. Und
nee. So. Ja, ja, komm. Oh, jo. Story-Einsatz, wir haben Story-Einsatz. Wir haben einen Story-Einsatz. Da gibt's sogar Zubehörkiste gibt's sogar. Waffenzubehör. Nice. Warte mal, hier gibt's auch noch was. Hier gibt's was. Ja, ich glaub, du hast eh wieder. Hat's mal für die Kühe zu verscheuchen, Mann! Ist noch irgendwas? Granate fliegt, wir sehen uns in der Hölle! Lol! Hast du hier mit einem Heli übergemäht oder was? Keine Ahnung, ich bin eigentlich über ihn geflogen. Hauptsache, ich ramm dir fast was im Herz und fühl nach, ob du Puls hast. Perfekt. Was machst du da, Alter? Willst du der Waffe, also die Kuh der Waffe, also die Waffe in den Arsch schieben? Definitiv nein. Ja, toll, jetzt hat er eine Kuh abgemetzt. Zwei, wow. Jetzt gibt's Lippen. Der hat irgendwie Spaß mit Kühe. Tut mir sorry also, an die Zuschauer, dass hier hinten ist noch was. Wir hatten eigentlich immer gesagt, so wir machen 15 bis 20 Minuten Folgen. Wir sind ja schon bei 11 Minuten, haben gerade mal irgendwie einen Haufen Scheiße geschafft. Ja, seit mit dem Auto rumgefahren und seit mit dem Auto rumgefahren, mit dem Heli geflogen und Wagen auf dem Dach. Ja, also Action hattet ihr ja wirklich schon mit dem Auto. Schon fast zu viel Action, ey. Manche Leute. Ja, wenn mich richtig Angst in der fließt, ey. Okay, wohin? Da, wo markiert ist. Ich mach der Karte abchecken. Oh, was? Okay. So, Tom, diesmal kriegst du Action. Aktion, Aktion. Lol. Granatwerfer, Munition. Okay, wir müssen auf jeden Fall einen Steuerung beim freien Schießen einen retten. Ich würde wirklich gut. Ein paar, vielleicht 400 oder 500 Meter von dem Spot würde ich erstmal irgendwo landen. Warte mal, ich spring raus, ich kenne hier schon den Spot. Hier, ich lass dich. Reichweite. Ich hätte dich hier oben abgelassen. Ne, hier habe ich schon einen Spot. Eigentlich wollte ich die Dinge Spot hier auf dem Felsen. Zwischen den Folgen machen, glaube ich, so habe ich einfach mal mich hochgelevelt. Da stürzt Nelia. Nice. Perfekt gelandet. Der du jeder Arsch mit. Nein. Ja so, dann... Ich weiß nicht, wo Dominik ist. Neon hat seinen Spot. Dominik ist wieder 10.000 Kilometer ja, zu weit weg für seine... Ich laufe mal hier vorne hin. Ich guck mal. Ja. Sein zweiter Tanga. So. Ich würde sagen, Alter, jo, wahrscheinlich. Den vorderen Eingang, ja, ich gehe jetzt auf Taktik. Einfach irgendwas ausschalten. Hier muss man jetzt gezielt irgendjemanden ausschalten. Ich hätte den Sniper erstmal ausgeschaltet. Oh. Und wir wollen eine Waffe. Schon geil. Ging direkt nach hinten los. Let's go. Brauch noch Batterie, Place für meine. Junge, ich hab nur mit deiner Sniper ohne Schalldämpfer geschossen. Nein, ich hab Charlie drauf. Der Kerl ist hin. Ich, der eigentlich gar nicht snipern kann, sniper hier schon in zwei Personen weg. Das ist für mich viel. Wow. Du brauchst schon 5 oder so. Schön für dich. Ups. War nicht irgendwie hier. Das. Perfekt. Alles okay? Vorne sind noch zwei. Wo haben die Kerle sie hingeschafft? Ich weiß nicht, ob ich mir zu weit vom Mikro weg bin oder so. Meine Zeit ist auf jeden Fall frei.
sind also irgendwo hier. Klasse. Lol, das war's schon. Krasse Action. Ich sag dir schon mal, wären wir da sneaky reingegangen, hätte das viel länger gedauert. Weil wir taktisch einen nach dem anderen ausgeschaltet hätten. Haben wir doch. Ja, irgendjemand hat einen ausgeschaltet, wo es dann mitgekriegt worden ist. Ich hab mich erstmal oben hingelegt und ausgedroht. Muss einer von irgendeinem von euch gewesen sein. Ich hab einen Sniper und den Sniper kriegt keiner mit, weil der war auf dem Fokus. Kann mich bei jemand aufgehen? Also ich hab nicht mal irgendwie geschossen, ich war zwar auf Position, aber geschossen habe ich noch nicht. Jetzt ist die große Frage, jetzt haben wir den, soll bestimmt der große Story-Einsatz sein. Ja, das ist das Ende. Ja, würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge. Dann ist diese Folge etwas kürzer. Dann können wir machen. Abholen, bitte. Oder was sagt der Herr Protalo? Ja, können wir machen. Gut, Joel ist anmoderiert, ne? Dann kannst du abholen. Jo! Alles klar, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Haut rein. Ciao.